Hallo zusammen und willkommen zurück. Bin immer noch beim Umsortieren, Einsortieren, hast du nicht gesehen, Sortieren. Und ich wollte mein Schlafzimmer noch bauen. Und dann habe ich bloß die Garage zum Spawnen. Das ist natürlich nicht so optimal. Ich weiß nicht, wie groß wir das Schlafzimmer machen sollten. Ich weiß auch gar nicht noch, wo wir es hinpacken. Generatorraum, Umkleide. Das vielleicht hier hinten erstellen. Oder davon. Mal gucken. Wir hauen das hierher. Bin langsam mit dem Kacken. Was eigentlich da hinten am liebsten wäre. Aber dass man da hinten, genau in diese Ecke, wo die Steckdose britzelt, später den Industrieofen hinstellen. Theoretisch hier ein Schlafzimmer hin. Ja, machen wir so. Tür rein. Genau. So, hier brauchen wir eine Tür. Was ist das schon? Natürlich haben wir wieder die Großschreibung. Soll es auch sonst sein, ne? So, wir brauchen eine Steintür, Rahmen und Tür. Danke. Wunderbar, dann haben wir hier unser Respawn. Punkt. So, schmeißen wir mal raus hier. Jetzt brauchen wir, also nicht brauchen, aber wenn sie hinbauen, ganzen Kram. Ich möchte doch noch ein paar Fundamente. Nehmen wir mal so 4 Stück oder so. Ist zu viel. Nein. Nein. Kommando zurück.
So, das lassen wir erstmal da drinnen. Da haben wir ja eine Werkbank. Hier die andere. Hier herstellen. So, wir haben... Wer bist du? Die Sattelstation und Upgrade-Station. Der Sattel ist jetzt nicht so wichtig. Überall ran. Passt. Genau, hier machen wir. Nämlich Munition, Waffen, Munition, hier brauchen wir Metallwaffen. Das heißt, wir füllen hier mal ein paar rüber. Metallbarren, da sind sie. Mal überpullen. Das schon mal herstellen. Wir brauchen noch Zündpulver und zwar 1 zu 1, 1683. Zündpulver 1683. Damit läuft das. So. Solange wie wir noch keine richtige Industrieforge haben. Forge hierher. Was stellen wir denn auch hierher? So, dann haben wir das auch. Schnell nach dem Metall gucken. Weiß nicht, die 240. Hier mal rein. Holz. Machen jetzt hier einfach was rein. Damit wir halt Holzkohle haben. Damit wir halt Munition herstellen können. Ne? Geht's mir? Holz. Holz, Holz, Holz da. Ihr habt doch gerade... Habt ihr das gesehen? So. Hier ist nichts in Reichweite.
Müssen wir mal kurz in den Garten gucken. Sollte ich hier mal reingucken? Stroh, 5, 4. Ah, wir müssen Gläser herstellen. Braucht gar nicht so viel. Die Frau. Oh, hier ist noch voll mit dem Scheiß fallen lassen. Genau, dann machen wir hier nämlich mal kurz leer. Brauchen wir nicht von jedem so viel. Quasi ein Stack von jeder Sorte würde reichen. Da brauchen wir halt noch ein bisschen was. Passt. Dankeschön. Wir merken. Gläser, 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 Gläser. Das alles mit einmal mit. So. Den. Ah, das nehmen wir dann gleich mit. So, Narko. Blaue Beeren. Gelbe Beeren. Da Beeren. Rote Beeren. Dann habe ich vergessen. Dann machen wir das komplett anders. Muss ich ja dann auch noch aufstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche noch einen sechsten. Kann man ja leider da draußen stehen. Auch mitnehmen sollen. Wie wiegst denn du schon? 200. Oh nein. Ich mit. An dich ran, ja. So, dann stellen wir hier nämlich noch die zwei Kühlschränke dazu. Passt das so, wie ich das haben wollte? Nehme ich auf der Seite die Beeren alle rein. Gelb, blau, Pila, Narkos. Roten. Ah, nee, gelb. Erst kommen die Weißen. Roten. So. Hier drüben. Hier machen wir das Gegrillte rein. Und hier machen wir das rein. Dann haben wir hier nämlich die Möhrchen. Mais. Den anderen Kram da noch. So. Hier tun wir momentan mal das rohe Fleisch rein. Und das Gammelfleisch. Das können wir momentan auch da drin haben, weil wir haben 100 Slots. Hier machen wir das
Hier rein. Mal hier nehme ich die Eierchen noch mit reintun. Eierchen und gebratenes. Genau. Trotzdem machen wir raus. Hier rein. Nee. Organische Polymer. Passt. Und hier noch die paar Eier drin. Nahrung. Warum geht das runter? War bestimmt wegen der Heilung. Hoffe ich. Ich habe keinen Überblick mehr, doch da. Ah, Citranos! Habe ich da was versemmelt? Ne? Dann muss ich hier Zitronen reinmachen. Weiter raus da. Rohes Fleisch. Gebratenes Fleisch. So. Pflanzchen werden nicht schlecht. So. Dann haben wir das. Also, es tut mir leid, ne? Aber das gehört halt mit zu Ark. Ist der Futterdruck zu weit weg? Mal nach. Der Futterdruck ist da. Aber du futterst doch auch. Normalerweise rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Gib mir mal die 82. Lange wie der heilt anscheinend. Okay, müssen wir mal beobachten, müssen wir aufpassen. So, show the range. Okay, das kann sein. Ne, da hinten sammelt er noch den ein. Okay, beim Spino ist Feierabend. Hidden Range. Den müssen wir dann noch einbauen. So, also die sind alle versorgt, würde ich sagen. So, warte mal. Du bist dann mit. Wie sieht's bei euch hier hinten aus? Ah. Yep. Position seid ihr quasi auch noch in der Range. Sehr gut. Passen. Kommst mal mit, bitte. Genau. So, ich stehe schon an der Wand. Ja, sehr gut. Ein Stück.
Rein. Geh her. Dankeschön, mein Süßer. Schlaf schön. Gut, dann lass mal den Futterdruck hier stehen. Ein Wärter kommt noch mit. Das kommt noch mit. Oh, jetzt haben wir den da noch. Ah ja. Hier müssen wir das Wasserding mal holen, dass wir den einsammeln können. Brauchen wir wahrscheinlich. Ja, doch, auch mal. Alle mit. Brauchen wir noch eine Tür. Stein. Das können wir dann nachher gleich abbauen. Ach, das Wasserding habe ich ganz vergessen. Will ich wissen, welche Kiste ich gehabt habe. Das ist der Wasserblock Bilder. Nehmen wir jetzt in die Hände. Dann da so aus. Flüssiges Wasserglas. Können wir den hier auf. So. Und den wieder wegtun. Den gerne hier irgendwo hin tun, ne? Da kommt der Industrieofen. Lange, wie wir den aber nicht haben. Hätte ich hier gerne an diese Stelle. Das war ja so klar. Die Wasserleitung zerstört. Flexi-Rohr. Da nicht so was hier. Jawohl. Läuft. Okay, dann kriegt man da nämlich keine kein Wasserdingens hin. War mir jetzt so nicht bewusst. Da ja der Ceiling war. Wasser. Jetzt müssen wir schnell mal gucken, ob da jetzt das Wasser noch läuft. Jawohl, läuft. Mal die Range ausschalten.
Okay, ja. Machen wir denn das dann mit der Wasserpfütze? Das ist geil. Ja, aber da drinnen können wir nicht. Station. Sieht cool aus. Genau, so hatte ich das nämlich vor, weil da kann man nämlich hier stehen und kann die Sachen immer wieder da reinwerfen. Solange wie man köchelt. Passt, bin zufrieden. Wasserblock noch raus, weil das gehört dann zum Bauen. Machen wir nämlich schnell mal Prügel. Hier den Behälter für unsere Typen hier. Komm mal mit hier. Dann noch an den Käfer, ja. Genau, dann machen wir das hier so zu. Genau. Passt. Verhalten, wandern, deaktivieren, unhitch. Verhalten, wandern, deaktivieren, unhitch. Ihr habt ja Punkte. Ich bin Gewicht. Willst du mir ganz kurz versuchen zu folgen? Jetzt. Aktivieren wir das Wandern wieder. Er hat genügend Kacke dabei. Er bewegt sich ja sogar. Muss ich kurz aufheben hier. Dass du da an der Erde drin, Erde drin steckst. Aufheben, Farmer. Dein Essen wieder. So.
Mal gucken, wie weit man da die Wände hinsetzen können. Hätte ich dann gerne zugemacht. Da können wir natürlich keine Wand setzen. Ne? Das ist genau das, was ich mir fast dachte. Die Frage ist, bleibt die Wand da stehen? Das hier wieder aufhebe. Jo. Ist an dieser Stelle. Wahrscheinlich die Binde nicht. Auch noch drei Wände. Und es tut mir leid, schon wieder eine ganze halbe Stunde rum sehe ich gerade. So. Kommen die Eier noch mit? Bauen wir dann später gleich weiter. Komposthaufen können wir setzen. Eben Komposthaufen. Auch den mit rein. So. War aber nicht mehr viel. Ich gerne noch mal ein bisschen was. Das ist nicht in den Kühlschrank. So, das sollte laufen. Jetzt mal explodieren hier.
So. Im Riesenhaufen Scheiße verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.